Herzlich willkommen, liebe Leute, mal wieder zum Fußballmanager 12 Let's Play. Im Viertelfinale der Europa League gegen den FC Villarreal. Heute sind wir zu Hause. Kokorin faul. Gelbe Karte gibt es ja auch gleich. Und eine richtig gute Freistoßposition für Kochelbacher oder auch Höger. Mal gucken, wer den gleich schießen wird. Gelbe Karte für Musacho, den Innenverteidiger von Villarreal. Na, das Foul war aber weiter vorne, oder? Ja, trotzdem mal gucken. Jawohl! Was war das denn für ein genialer Freistoß? Thomas Kuchelbacher, vierte Spielminute. Das ist ein Hammer-Freistoß. Das ist ja der Hammer. 1-0, vierte Minute. Das ist doch super. Wir müssen heute etwas defensiver auflaufen zu Hause, weil wir natürlich am besten kein Gegentor kassieren dürfen. Oder im besten Falle kein Gegentor kassieren sollten. Da ja sonst die Auswärtsregel ja eine große Rolle spielen könnte. Die Auswärtstorregel. Und da wollen wir natürlich kein Gegentor kassieren. Jetzt gelbe Karte auch für Tunay Torun. Also die Karten sitzen locker hier beim Schiedsrichter. Drittes Foul im Spiel. Zweite gelbe Karte. Naja, jetzt aufgepasst bei deren Freistoß. Da steht ein Gelber ziemlich frei. Ja, Kraft. Sehr gut. Haut hier den Ball erstmal aus dem Spiel raus. Jetzt der Einwurf auf der rechten Seite zu Kani gegen Contento. Contento macht das gut. Haut den Ball erstmal raus. So, Bruno Senna. Der Europameister, da ist Neymar. Da sah unsere Innenverteidigung gar nicht gut aus. Und Kraft auch nicht. 1-1. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, das ist jetzt gar nicht gut. Frühes Gegentor. Frühes Gegentor hier. Benatira, das macht er gut, aber dann steht da noch Bruno Senna und kann ihm den Ball wieder abnehmen. Neymar. Haben wir den denn nicht... Warum ist denn die Seite da so frei? Was läuft denn hier jetzt ab? Werden ja richtig vorgeführt. Das muss ich gleich mal ändern hier in der Taktik. Aber das geht ja gar nicht. Hier Teamvergleich. Benatira geht auf Kani. Torun mit auf Montero. Und Neymar wird noch vom Kuchelbacher gedeckt. So muss das jetzt laufen. Wir dürfen hier nicht noch ein Gegentor kassieren. Das wäre nicht gut, wenn wir hier zwei Gegentore kassieren. Achtung, Rossi, Rossi, Kraft. Ach du meine Güte, das geht ja gut los. Ersten 20 Minuten schon zwei Tore. Und nächster Angriff, Rossi, Reitmeier, sehr schön. Sörensen, Draxler, direkt weiter. Da ist Kokorin. Ah, kriegt er wieder den Ball nicht unter Kontrolle. Benatira gegen Kani, das macht er schön, setzt er schön nach. Kokorin. Links ist doch Platz, spiel doch ab. Oh, meine Güte. Wieder Kani. Jetzt hat er wieder Platz. Ja, da ist Neymar, gleich mal gefault von Kuchelbacher. Gibt keine Karte, okay. Kann man, denke ich, mal auch einer zeigen. Und wieder Freistoß Bruno Senna. Macht er direkt in die Mauer. Wird er da abgefälscht. Also und jetzt mal Konter, Kuchelbacher. Wir haben noch das Konterspiel reingetan, dann macht doch jetzt auch mal was drauf. Kuchelbacher. Oh, nicht dribbeln, abspielen, Junge. Der Ball ist der schnellste von euch. Reitmeier, das war gar nichts. Ja, geh doch hin zum Ball. Meine Güte. Und dann spielt er gleich wieder zum Gegner. Und da ist Rossi, Kraft, komm doch raus. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Reitmeier, Draxler, direkt weiter zu Kokorin. Und jetzt wieder mal nach links. Lasogga hat jetzt auch mal ein bisschen Platz. Sehr schöner Ball für Benatira. Sehr schöner Ball. Und jetzt die Flanke. Ja, hinten steht nämlich noch einer. Ah, schade. Musacho kann erklären. Cataglia. Boah, was für ein genialer Pass auf Kani. Contento ist weit vorne. Muss jetzt erstmal zurücklaufen. Da kommt auch Neymar. Kuchelbacher. Achtung. Reitmeier klärt jetzt sehr schön. Torun. Also, das Viertelfinale ist für uns schon ein Riesenerfolg. Ja, wir haben Arsenal London im Achtelfinale rausgehauen. Wir haben eine brillante Gruppenphase gespielt. Wir sind souverän in die Gruppenphase eingezogen. Wir haben
Das 16. Finale souverän überstanden. Ich habe zwar schon wieder... Doch, gegen Espanyol. 5-0 und 4-0, glaube ich. Jetzt gibt's nächste gelbe Karte. Für... ein Spieler vom gelben U-Boot. Weiß nicht genau, wer das jetzt ist. Bruno Soriano. Alles klar. Also auch er jetzt gelb vorbelastet. So, Höger. Draxler direkt weiter. Ah, der Ball kommt nicht an. Kuchelbacher, rechtes Platz. Draxler. Contento wieder so weit vorne. Lasogga. Ball kommt nicht an. Und jetzt muss Contento wieder nach hinten. So. Rossi gegen Reitmeier. Ach du meine Güte, das sieht jetzt ja ganz einfach aus. Rossi spielt dazu Nilmar, Kuchelbacher. Sehr schön. Draxler. Lasogga, ganz links wäre Platz. Ah. Braucht er wieder zu lange, den Ball anzunehmen. Rossi. Und Contento, sehr schön. Draxler, Kukurin. Auf Lasogga, links ist Platz. Ganz links, spielt auch ganz links raus, Kukurin. Das macht er natürlich, Lasogga. Ganz links raus zu Enatira, der wieder zu Kukurin. Kukurin! Da war zumindest mal wieder ein Abschluss. Gülherm. Kann aber halten. Glaube ich, Brasilianer. Gülherm. So. Ach ja. Lasogga, Kukurin. Links ist Platz. Macht das selber. Ja, wird abgeblockt. Kann. Nilmar. Was ist jetzt? War aber wieder ein Foul von Kuchelbacher. Muss auch aufpassen. War jetzt sein zweites Foul. Nicht, dass er da noch die gelb-rote Karte riskiert. So, flach gemacht auf Zauri. Rechtsverteidiger. Der spielt in die Spitze zu Rossi. Souverän aber gekehrt. Draxler, Kukurin. So, kann auch erstmal ein bisschen gehen. Jetzt ganz links raus, Lasogga. Sehr schön gesehen. Sehr schön. Und jetzt kann Kukurin sich in Position laufen mit Lasogga. Turun auch hinten dabei. Aber die Flanke bringt dann ja mal gar nichts. Na gut. Na gut. So, Halbzeit 1:1. Bisschen schade, dass wir das 1-0 nicht lange halten konnten nach diesem brillanten Freistoß. Turun 4. Und gelb vorbelastet, würde ich sagen, Zeit für Emre Can. In so einem wichtigen Spiel. Darf er ruhig mal reinkommen? Doch, warum denn nicht? Doch, ist mal ein kleines Experiment. Das wird schon. Wenn er Tira noch ein bisschen motivieren. Okay. So, Kuchelbacher. Wie ist der denn in Freistößen hier? Sieht man das hier irgendwo? Freistöße, eine 75. Ja. Das war auch eine ganz gute Verpflichtung, die wir da getätigt haben. So, Emre Can kommt, da müssen wir auch gleich noch was in der Taktik machen. Na, so jetzt. Habe ich ganz vergessen. Und zwar muss dann ja der Emre Can auf Jefferson Montero mit hinten aufpassen. Alles klar. So, hoffen wir mal, dass wir hier doch gewinnen können zu Hause. Das wäre ganz schön. Halt mal, das war klasse. Kuchelbacher, rechts ist Platz. Da läuft schon der Emre Can mit. Lasogga, Kukurin. Na, läuft sich wieder fest. Kuchelbacher kommt aber wieder ein Ball. Ist wieder Kukurin. Kukurin! Schade, aufs Tor drauf. Richtig gute Möglichkeit hier, aber leider knapp verzogen. So. Guilherme spielt Ball zu Emre Can. Passt er gut auf, aber doch, kommt an Ball, sehr schön. Emre Can. So, läuft er da. Spielt dann schön zu Lasogga. Der kann gleich weiter zu Draxler passen. Ja, sehr schön. Draxler, schade. Kuchelbacher jetzt. Zu Lasogga. Ja, verliert wieder den Ball an Musacchio. Und da kommt Kraft rausgelaufen. Okay. Ball kommt sogar an bei Contento. Weit vorne. Jetzt Kukurin. Sehr schön zu Draxler. Der wieder zu Kukurin. Nein, Lasogga, komm, mach ihn noch rein. Nein. Meine Güte, Draxler. Kukurin. Kukurin. Yes! 2:1. Alexander Kukurin. Achtes Tor im Wettbewerb. Klasse gemacht, braucht ziemlich lange, um den Ball anzunehmen, hat aber den Platz, hat die Übersicht und schiebt es links oben rein. Das ist super. 2:1. Alexander Kukurin. So, Contento. Das sah nicht so gut aus. Vor allem ist er Linksverteidiger. Sind da Reitmeier und Contento auf einem Haufen. Jetzt Kani bringt die Flanke rein.
Wobei von Jefferson Montero. Alles klar, wir haben auch ein leichtes Chancenübergewicht. Also Führung ist schon okay. Kraft jetzt. Zu Lasogga. Der spielt zu Draxler. Der raus zu Benhatira. Der zu Kokorin. Ah, Marcano ist wieder da. Kann klären, Nilmar. Der brasilianische Stürmer. Wieder Kurbelbacher. Okay, so, Stunde gespielt. Mal kurz gucken, ob wir noch wechseln können. Oh, Chan hat jetzt schon eine Frische von 72 nur noch. Aha. Sörensen eine 4. Da bringen wir heute mal Jan Kirchhoff. Alles klar. Na, Sörensen eine 4. Moral auch nicht ganz so gut. Bringen wir jetzt mal einen Kirchhoff. So, jetzt Nilmar. Und Kuchelbacher klärt. Zu Kukurin kommt sogar an. Der weiter zu Draxler. Ganz stark gemacht hier von Draxler, wie er den Ball auch mitnimmt. Siedler sogar. Rechts wäre Chan. Rechts wäre Chan. Er macht selber mit dem Abschluss. Aber Guilherme ist da. Und hält den Ball fest. So. Wieder weiter Abschlag. Bruno Soriano. Und Chan passt auf. Sehr schön. Draxler. Er ist momentan unser bester Spieler. Julian Draxler. Jetzt Kukurin. Geht er ins Dribbling. Ja, und verliert den Ball wieder. Das war nicht so stark gemacht. Rossi. Da ist Kani. Gegen Benatira. Setzt sich da durch. Jetzt aufgepasst von Tento. Na. Da sah Sörensen nicht gut aus. Und Kuchelbacher war auch nicht bei Nilmar. Schon steht's 2 zu 2. Das ist jetzt natürlich ganz ärgerlich. Zwei Tore gemacht, aber auch zwei Gegentore kassiert. Also das ist schon nicht so gut. Jetzt kommt bei denen noch ein neuer Spieler. Hält die Führung wieder nicht so lange. Ist eigentlich schade. Chan. Valero kam da. Musacho wird auch gleich ausgewechselt. Und Chan passt wieder auf. Der gefällt mir ganz gut. Draxler. Lasogga. Schön weiter zu Kukurin. Jetzt kann er doch mal ins Dribbling gehen. Oh, und dann. Och, meine Güte. So, wir bringen noch einen neuen Stürmer. Lasogga geht. Denke ich mal. Ja, und wir bringen für ihn Sebastian Lange. Vielleicht kann er nochmal neue Akzente setzen. Also gewinnen wollte ich hier eigentlich schon. Können wir auch in der Taktik was ändern vielleicht. Sagen wir mal, normal und Konterspiel raus. Und Pressing überall. Das wird so spielen wie immer. Ich will hier nicht verlieren. Ich will hier gewinnen. Oder unentschieden. Will ich auch nicht. Ich will hier gewinnen. Zu Hause. Das wäre schon richtig gut. Lasogga jetzt. Nein! Nein! Er trifft da die Latte. Schon wieder. Vorhin war es Kokorin. Jetzt Lasogga. Ach, Mann. Jetzt aufgepasst. Reitmeier gut. Kuchelbacher, da steht doch keiner. Senna. Und Reitmeier. Jetzt Draxler. Sehr schön weiter zu Kokorin. Lasogga läuft mit. Rechts ist Chan. Er sieht aber links Benatira. Stark gesehen. Jetzt geh doch mal noch ein Stück weiter. Du hattest doch Platz auf deiner Seite. Kani. Läuft der Contento. Weg. Rossi. Rossi, Rossi, aufgepasst. Rossi! Ach du meine Güte, jetzt wird's hier richtig. Jetzt wird's hier richtig hart. So, Lange kommt. Noch ein neuer Stürmer. Vielleicht kann er noch ein paar Akzente setzen. Und bei denen kommt auch noch ein neuer Spieler. Ah, gewinnen wollte ich hier eigentlich schon. Jetzt Draxler, ach, meine Güte. Rodriguez kommt dafür Musacho. Jetzt Lange, komm. Sehr schön. Lange. Spiel den Ball zu Kukurin. Nein, Außennetz. Da kann er doch nochmal nach innen spielen. Da war doch Lange frei. Und Draxler stand da hinten an der Strafraumgrenze auch noch frei. Ah, schade. Schade, jetzt kommt Mario Gaspar für Luciano Zauri. Rechtsverteidiger für Rechtsverteidiger, glaube ich. Jetzt Catalla. Jefferson Montero. Das Neymar hat viel Platz. Das Rossi Reitmeier. Sydney Sam schießt die gerade auf 2 zu 1 für Everton gegen Toulouse. Dragner. Lange, komm, mach was draus. Lange. Und, na, das war zu schlecht. Das war zu schlecht. Das war zu schlecht. Ja, wir haben in den letzten Minuten wieder ein bisschen Übergewicht.
Aber müssen halt hinten immer aufpassen. Die sind da brandgefährlich. Kurelbacher und Chan. Chan gefällt mir heute richtig gut. Ah, Draxler, jetzt wird auch er schlecht. Jetzt schöner Ball zu Rossi. Boah, Reitmeier ganz stark. Contento. Ah, Nilmar. Oh, geht doch ran da. Ihr seid da zu zweit und geht nicht ran, Rossi. Boah, Contento. Senna. Reitmeier. Kuchelbacher. Komm, noch eine Chance. Draxler. Oh Gott, was ist das denn für ein Pass? Rechts ist Kani frei. Wo ist Contento denn bitte schon wieder? Kani, Kraft, komm raus. Sehr schön. 2 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht nochmal ein Angriff. Nee, das war's. 2:2. Naja. Das heißt, wir müssen jetzt in Villarreal gewinnen. Oder 3:3 spielen. Alles klar. Nachbericht gibt's morgen. Ich will ein bisschen das System ändern. Mit den Parts. Und dann gucken wir uns das alles morgen in Ruhe an. Okay, bis dann. Tschüssi.